So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Brothers The Lost Levels. Heute fehlen wir in der fünften Welt. Das letzte Mal haben wir ja in der vierten Welt gefailt. Ja, diesmal fehlen wir in der fünften Welt. Oh Mann, ey, was ein Start wieder. Was ein Start wieder, ne? Aber ich bin einfach wieder viel zu hektisch. Ich weiß. Aber mein Gott, so bin ich halt. Sonic-Syndrom. Obwohl ich gar kein Sonic spiele. Ich bin halt wirklich ultra hektisch oft, ne? Ja, das ist halt das größte Problem. Ja. Aber gut. Solche Fehler, sage ich mal, sind ja menschlich. Danke, dass du mich getroffen hast. Ist ja sehr nett von dir. Oh Mann, ey, das kann noch eiter werden, ne? Wir haben noch ein paar Welten vor uns. Und das kann echt noch viel blöder werden. Warum ist denn da jetzt ein Paratrooper? Der war ja vorher gar nicht da. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, aber okay. Ist schon in Ordnung. Verwirrt mich ruhig, ihr Japaner. Danke, dass du da rauskommst in dem Moment. Sehr nett von dir, ja. Ah, ich glaube aber bei dieser Röhre da hinten speichere ich wieder ab. Ja, passt schon. Genau hier. So. Ihr lasst mich in Ruhe, ja. Kommst du jetzt raus oder nicht? Gut, wenn du nicht rauskommst. Dann ist ja gut. So, speichern wir mal. Genau. Und dann passt das, denke ich. Oh, jetzt kommt wieder Wind zum Einsatz. Oh, dann muss ich. Ja, hier. So. Genau, dass ich ein bisschen Schwung habe. Wow. Knifflig, knifflig. Schlimm, schlimm. So. Okay, dann hier. Du. Hier. Bam, bam, bam. Wow. Okay. In Ordnung. So, ihr geht schön weg, ne? Du. Oh, was muss ich hier machen? Hier muss ich auch wieder einen kniffligen Sprung machen, wie es aussieht. Speichere ich doch mal. So, was muss ich denn hier? Ah ja. Oh, hoppla. Okay, hier also auch mit Schwung. Na, hoppla. Ups. Oh Mann, ey. Beginnt ja schon wieder gut. Beginnt ja schon wieder gut. Okay. So, wie komme ich jetzt da hoch? Sind hier Blöcke? Tatsächlich. So. Ah ja. So komme ich da hoch. Aber ich glaube, ich hätte theoretisch auch auf einen Paratrooper springen können. Ich glaube, das hätte auch schon gereicht, oder? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Okay. Und damit ist das erste Level der fünften Welt geschafft. Ja, knifflig, knifflig. Und apropos knifflig, ich habe noch einen Kommentar von Mats bekommen. Und zwar hat der geschrieben, dass er das Spiel auch mal ausprobiert hat, vor einer Woche. Und dass es aber viel zu schwer für ihn war, was er sich ja schon gedacht hat. Aber ja, finde ich nice, dass du es wenigstens mal angeschaut hast. Ja. Weil, wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, finde ich, sollte man dieses Spiel wenigstens ausprobieren. Ist ja okay, wenn man es dann nicht macht. Nee, du lässt mich in Ruhe. Ist ja okay, wenn man es dann nicht abschließt, aber wenigstens mal ausprobiert haben, um sich eine eigene Meinung zu bilden, ne? Schauen bei mir und selber spielen sind ja zwei Paar Schuhe. Ne? Kann ja sein, dass es Spaß macht, mir zuzusehen, aber dann nicht selber Spaß macht, ne? Ist halt so. Aber finde ich schön, Mats, dass du dem Spiel eine Chance gegeben hast. Bin stolz auf dich, ja? Hier. Wow. Lass mich in Ruhe. Du blöder Pilz. Der ist giftig. Den wollen wir nicht essen, ne? Den wollen wir nicht essen. Wow, shit.
Bei der Piranha-Pflanze habe ich ein bisschen spät reagiert, habe ich das Gefühl. Habe ich so im Urin, aber okay. Ist schon in Ordnung. Bumbatz, Bumbatz, Bumbatz. Du bist doch ein Bumbatz. Okay. Dann hier. Schwupps. Hier warte ich jetzt. Jawohl. Wow. Lass mich in Ruhe, Gumba. So, hier sind auch zwei Piranha-Pflanzen. Ah, komm. Als ob ich nicht auf dir drauf war. Mann, ey. Na, schlimm, schlimm. Richtig schlimm hier. Wow. Das war gerade auch wieder knapp. Aber früher oder später kommen wir schon durch. Würde ich mal behaupten. Ja, das würde ich mal enthaupten. Behaupten. Warum kommt da jetzt die zweite Piranha-Pflanze nicht? Keine Ahnung. Und so, auf den Koopa warte ich mal, dass ich den so wegkicken kann. Dann ist er mir nicht im Weg. So, dann hier hoch. Ich glaube, hier speichere ich sogar mal. Wir sind ja jetzt doch schon recht weit im Level. So, so. Wow. Okay, ah shit. Aber ich glaube, da ist schon das Ziel, oder? Das dürfte doch schon der Levelausgang sein. Ah shit. Hoppla. Knappikowski. Na ups. So, hier warte ich noch eine Runde. So. Jawohl, jetzt. Jetzt aber. Nice. So. Und ab ins Ziel. Ja, und dann habe ich noch einen zweiten Kommentar für heute dabei. Denn das letzte Mal haben wir ja ziemlich viel mit Lakitu zu tun gehabt. Und dazu hat der gute Roman, beziehungsweise Böhm Gengar, noch geschrieben, dass es im ersten Teil ja bloß in drei Leveln den Lakitu gab. Und zwar in 4-1, 6-1 und 8-2. Und das ist, ja, ist auch wieder ein gewaltiger Unterschied, ne? Wie oft sie hier Lakitu genutzt haben, ne? Aber ich sag mal so, Lakitu ist halt auch wieder ein Gegner, mit dem man, ja, die Schwierigkeit, na hoppla, mit dem man die Schwierigkeit, ja, in die Höhe heben konnte. Und The Lost Levels sollte ja auch sehr anspruchsvoll werden. Deshalb, ja, logisch, dass sie den jetzt hier öfters verwendet haben. Als noch damals im ersten Teil, ne? Ja, genau. Aber kann man ja machen. Warum nicht, ne? Ich finde, das macht diesen Teil so ein bisschen aus, ne? Die ganzen Herausforderungen und so. Aber finde ich dann doch irgendwo auch cool, ne? Mal einen, ja, schwereren Teil zu haben. Auch wenn ich Safe States nutze, aber ja, sonst wäre es dezent frustrierend und ja, passt schon. Würde ich mal behaupten. Ja, ja, hier muss ich warten. Hier muss ich warten. Nicht so voreilig. Wow! Seit wann kommt denn der Kugelwilli unten? Oh, shit. Du sollst oben kommen und nicht unten. Du kleiner Bastard. Ach komm, jetzt land doch auf dieser Pilzplattform. Ja, hier sind solche fahrenden Pilzplattformen, ne? Die fahren so in der Luft. Ja, ich weiß, eigentlich ist es ja Fliegen, aber die haben ja so eine Strecke, sag ich mal, die sie ja eigentlich fahren. Auch wenn es eigentlich Fliegen heißen müsste. Aber ja, ihr wisst, was ich meine, denke ich. So, hier warte ich noch eine Runde. Ja, komm. Ich muss hier echt ein bisschen Anlauf nehmen. Ah, das kann ich schlecht. Ich muss halt perfekt auf dem Koopa landen. Ne? Ah, shit. Ah, komm. Es ist halt ziemlich blöd abzuspringen. So, während die Plattform sich bewegt. Wow. Alter Vater. Alter Vater.
Schlimm, schlimm. So. Ah, Hilfe. Ah, shit. Ja, okay, da muss ich die Plattform ein bisschen weiter nach unten gehen lassen. Dass die andere höher ist. Ist in Ordnung. So, hier ein bisschen nach unten. Und dann... Ah, Mann. Oh, Mann. Ey. Ah. Der Kugelwilli, der ist dezent im Weg gewesen. Gerade eben. Ja, klar. Rutsch halt runter. Ist klar, ne? Ist das hier mit Schmierseife beschmiert oder was? Scheint fast so, ne? Ja, jetzt fliegt er oben lang, der Kugelwilli. So, jawohl. 5-3 ist geschafft. Yeah. Dann steht uns hier auch bloß noch Bowsers Festung bevor, ne? So. Erstmal wieder einen Speicherpunkt erstellen. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Wow. Wow. Das geht ja schon am Anfang ab hier. Wow, 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 wow. Okay. Okay. Beruhigen Sie sich. Ja? Beruhigen Sie sich. Ganz ruhig, ja. Ganz ruhig und gelassen. Sonst geht es in die Hose. Heilen, zack, ich glaub's ja nicht. Ich glaub mal, Schweif pfeift. Oh komm. Jetzt mach's doch hier. Wenigstens ein bisschen weiter. So. Jawohl. Holy shit. Okay. Okay. Erstmal speichern. Ja, wie kann ich das da gut timen? Ich glaube so. Ah, nee, das war nicht gut. Oder ich springe so seitlich über die Lanze, über die Feuerlanze drüber. Genau, so wie gerade eben. Ich glaube, das ist echt klüger. So, hier gehe ich mal unten lang. So. Wow, Alter. So eine lange Lanze habe ja nicht mal ich. Holy shit. Holy shit. Das ist ja krass. Ah, komm. Ah, Mann. Da hätte ich direkt weiterrennen sollen. Ja, ja, ja. Da hätte ich direkt wieder weiterrennen sollen. Wow. Ah, Mann. Die ganzen Feuerlanzen. Würde mich nicht wundern, wenn Mario nachher einen gegrillten Arsch hat. Und da jemand aus Versehen mit der Gabel reinpiekst. Ups, ist ja ein Klempner. Ist ja gar kein Schweinefleisch. Ups. Sorry. Oh Mann. Über was rede ich denn wieder? Ich laber auch wieder bloß Müll, ne? Aber gut. Sonst laber ich ja nie Müll. Deshalb darf ich das mal heute. Na komm, jetzt schaffe ich die Stelle nicht mehr, oder was? Vielleicht, weil ich so ein Müll laber. Könnte sein. So. Ja, weil jetzt wieder. Dann hier unten lang. Dann bin ich hier. So. Genau, Armen. Und da ja, ist halt so blöd weggerutscht. Wow, 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 wow. Okay. Ah, komm. Jetzt lande doch wenigstens. Stell dir vor, du bist im Flugzeug und das ist der Landeplatz, Mario. Stell dir das mal vor, ja? Ist eine schöne Vorstellung, gell? Gut, dann land auch mal vernünftig. So. Okay. Dann hier. Direkt so hier rüber. Okay, ich speichere mal hier. Puh, okay. Und dann hier wieder direkt weiterhin. Genau, das war vorher mein Fehler. So. Und über Bowser drüber. Perfekt. Haben wir die Welt doch auch wieder gut gemeistert, würde ich sagen. Thank you, Mario, but our princess is in another castle. Tja, wer kennt den guten alten Spruch nicht? Hallo, ich. Du bist ein Idiot. Okay, Leute. Aber somit haben wir die fünfte Welt hinter uns. Und das war's dann für diesen Part, ne? Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal in Welt 6 wieder. Ich danke fürs Zuschauen
Und tschüss.